Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen damit zurück zum Let's Play vom American Truck Simulator. Wir sind immer noch unterwegs in Oregon und fahren mit unserem formschönen Triple Trailer immer noch, ja, massig Tiefkühlgemüse durch die Gegend. Das ist ganz toll, weil die Leute wollen auch bestimmt ganz viel Tiefkühlgemüse haben. Und damit die Fracht nämlich nicht verspätet kommt oder so, würde ich sagen, nach unserer Ruhepause, die wir uns Ende letzter Folge hier gegönnt haben, würde ich sagen, fahren wir doch gerade mal los, ein bisschen weiter. So, mal ganz kurz die Eckdaten nochmal abgerufen, auch für mich. Wir haben noch 8 Stunden Zeit oder 8 Stunden Fahrt? Okay, 8 Stunden Zeit. Okay, das passt. 8 Stunden Zeit, 5 Stunden Fahrt noch ungefähr vor uns. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. So, ist denn da noch was? Ich sehe jetzt nicht so viel. Ja, ich fahre einfach. So, entering empty Vernon. Okay. So, der Morgen ist angebrochen. Es ist früher Morgen, mehr weniger früher Morgen. Ist noch ein bisschen kühl draußen, 21 Grad aktuell. Und hier im Motel, wir haben aber nicht im Motel geschlafen. Wir haben ja hier unsere eigene Kabine. Das ist für uns hier als selbstständige Trucker. Oh, ich habe sogar den Spiegel da, das ist ja geil. Ich brauche gar nicht in den Spiegel gucken, ich habe da ja... Ja gut, das hat da nicht so gut funktioniert. Hier wird direkt hier im Sichtfeld trotzdem ein Spiegel. Das finde ich ehrlich gesagt cool. Das gefällt mir. Hat hier mein Chef-Einkäufer vom Dienst der Firma, hat da sehr gute Dienste geleistet. Das hat er sehr toll gemacht. Hat hier den Truck wunderbar konfiguriert. Das ist einfach wunderschön. So, jetzt fahren wir hier mehr oder weniger erfolgreich durch die Gegend und berghoch. Das Ganze ein bisschen langsamer, aber wir haben uns damit Absicht hier diese etwas abgelegenere Strecke ausgesucht. Also ihr habt natürlich mit ausgesucht, ganz klar. Das hier ist basisdemokratisch, dieses Let's Play. Vor allem auch, weil ich einfach mal aufgenommen habe, so einfach so. Deswegen ist das sehr demokratisch. So, dann rechts sehen wir schon hier die Holz, man kann sagen, holzverarbeitende Industrie. Das stimmt aber gar nicht. Es ist ja erstmal hier die Holzproduktion. Das eigentlich übernimmt ja die Natur die Holzproduktion. Deswegen ist es ja eigentlich nur die Holzaberntung. Und da scheint es ja dann auch relativ coole, schrägstrich viele Aufträge zu geben. Da bin ich dann mal gespannt, ob wir da was Schönes ergattern können. Für unsere nächste Fahrt vielleicht. Dass wir da vielleicht so ein bisschen... Entschuldigung, die... Ist ja schick da links. Dass wir vielleicht so ein bisschen die... Jo, Wälder Oregons ein bisschen erforschen können. Und das auch ein bisschen was sehen, weil das ist ja... So, was ich bisher gesehen habe, eines der Schlüsselfeatures, nebst natürlich der Streckenerweiterung. Oh, das sind Pferde. Das ist aber auch cool. Guck mal, die laufen. Ja, das liegt Holz. Genau. Nur damit das Holz nicht hier später noch Teil unseres Trucks wird, das muss auch nicht sein. Fahren wir da mal vorbei. Aber man sieht ja auch hier schon, die Landschaftsgestaltung unterscheidet sich halt echt tatsächlich vom Rest der ganzen, Riege, von dem her ist das eigentlich cool. So 35 haben wir jetzt hier wegen etwaiger vorhandener Kurven. Ja, das macht tatsächlich Sinn. Bekomme ich aber tatsächlich Lust, mal irgendwann mal wieder zum Grand Canyon zu fahren, weil das muss ich sagen, das ist was, was mich tatsächlich sehr beeindruckt hat. Die Umsetzung hier im ATS. Ja, nee, da wollten wir auch mal irgendwann wieder hinfahren, aber das ist halt, wir sind bis am anderen Ende der Karte. Wenn jetzt die Verbindungsstaaten noch so ein bisschen da gewesen wären, wäre das auch ganz cool. Aber so ist es halt eben nicht so. Also wir sind jetzt wie weit gekommen? Danke fürs Nachladen. Wir sind ungefähr hier, dann noch ein bisschen hier Serpentin. Da geht es oben dann tatsächlich ein bisschen schneller vorwärts. Ich guck mal, sowas hier dürften dann vom Symbol her dann tatsächlich die Waldanlagen sein, wie es aussieht. Dass wir dann da vielleicht nächstes Mal was abgreifen, das fände ich ganz cool. Ich glaube, Portland ist unser Ziel für heute und Grand Canyon ist ja dann durchaus ein bisschen weiter hier. Ja, wenn es jetzt hier eine direkte Verbindung gäbe, das wäre halt schon nicht schlecht, aber wir haben halt nur die anderen Straßen bisher zur Verfügung. Ich weiß auch nicht, was jetzt so als nächstes geplant ist, aber jetzt bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass sich die Entwickler und natürlich auch der Publisher erstmal irgendwie gefreut haben, dass das hier draußen ist. Ich meine, das ist aber generell so ein bisschen ein Event. Dann gibt es auch noch hier immer ETS weiterzuentwickeln. Ach ja. Wobei man das wahrscheinlich relativ gut separieren kann zwischen dem Map-Bauteam, eben dass er tatsächlich die Maps baut für den ATS und für den ETS und dann natürlich noch die normalen Programmierer, in Anführungsstrichen normalen Programmierer dann für das Spiel, die dann die Basis, also das Spiel, was dahinter steht, eben ein bisschen erweitert. Das
ist schon tendenziell wahrscheinlich ganz praktisch. So, haben wir da irgendwie... Ach ja. So, dann kommen wir jetzt einigermaßen wieder bis auf Geschwindigkeit. Ach ja. Kann man da so runter gucken? Ah, ist schon schön. Ah, das kann man schon mal auf sich wirken lassen. Einfach mal so, ne? Egal, wie warm es jetzt draußen ist und wie warm nicht. Apropos warm, kann ich das erzählen oder ist das wieder zu... Ich laber wieder viel zu viel über irgendwelche speziellen Sachen. Aber eigentlich finde ich es ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt hierher passt, aber... Oh, LKWs kippen um. Ja, habe ich eigentlich nicht vor heute. Ich wollte eigentlich diese Fracht erfolgreich abliefern. Aber die Warnung macht Sinn. Erzähle ich das mal oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ja, gut, einfach mal machen, ne? Wem es nicht gefällt, das ist halt einfach so. So ein bisschen Bildung für zwischendurch und zwar... Oh. Wenn für Bildung zwischendurch Zeit ist, dann muss auch für ein Thumbnail zwischendurch Zeit sein oder für einen kleinen Ausblick zwischendurch. So. Okay, das ist schon sehr schick tatsächlich, ja. Mhm. Ja, da lohnt sich, dass ein Aussichtspunkt hier hingesetzt wurde. Ist echt immer cool, wie weitläufige malerische Landschaften man hier ja, mit der Engine jetzt zaubern kann. Was bei vielen anderen Spielen nicht so der Fall ist. So, dann wollen wir hier mal wieder ein bisschen vorsichtig los. Ich sehe da jetzt nicht so viel. Ist erstmal keiner da. Nee, sieht erstmal gut aus. So, und zwar, was ich erzählen wollte, ich bin von Temperatur, gerade auf Farbtemperatur gekommen. Und zwar, für all diejenigen, die, keine Ahnung, entweder hobbymäßig gerne LEDs kaufen oder die, keine Ahnung, was kann denn noch sein? Was kann man denn noch machen? Die zum Beispiel ein bisschen mit Fotografie oder sowas auskennen, die da in dem Bereich so ein bisschen bewandert sind, die wissen ja bestimmt, es gibt, wobei generell, das kennt man glaube ich auch so aus der Erfahrung, es gibt ja verschiedene Sorten von, Anführungsstrichen, weißem Licht. Das fängt ja bei der guten alten klassischen Glühbirne an, die ja im Prinzip nicht viel mehr war als ein, ja, Heizdingen. Der sagt man ja nach, dass sie so ein schönes, angenehmes, warmes, rötliches Licht macht. So, das ist mal so der Ausgangspunkt. Sollte viel bekannt sein und dann kam mal so in Anführungsstrichen als Sollablöse des Ganzen, kamen die Energiesparlampen, die allerdings immer so ein so komisches, bläuliches, ne, ekelhaftes Licht gemacht haben. So, also halten wir erstmal fest, es gibt Licht mit verschiedenen, ja, wir fangen so an, dass wir schon viel vorwegnehmen. Es gibt eben anfangs verschiedenfarbig weißes Licht. So. In der Fotografie zum Beispiel ist das so, der Mensch an sich kann damit ganz gut umgehen. Also der filtert das ganz gut raus. Zum Beispiel das Sonnenlicht draußen ist bläulicher als jetzt zum Beispiel die klassische Innenbeleuchtung, die man so hat in der Wohnung. Fällt aber im Regelfall gar nicht so auf, da die in Anführungsstrichen Software bei uns im Gehirn das eigentlich ganz gut rausfiltert, ne? Das bekommen die ganz gut hin. Jetzt ist das so, Kameras können das natürlich nicht. Wir als Menschen sind ja mehr oder weniger relativ subjektive Wahrnehmer, auch wenn man von uns, wenn manche von sich behaupten, dass sie relativ objektiv sind. Nein, Menschen sind sehr subjektiv. Sehr subjektiv. Sehr oft. Objektiv sein oder den Anspruch zu haben, in die Richtung zu gehen, ist sehr schwierig. So. Und deswegen nehmen wir das nicht wahr. Eine Kamera nimmt allerdings diesen Unterschied komplett wahr. Das heißt, wenn du ein Foto schießt, draußen wird das bläulich sein mit den gleichen Einstellungen, wie wenn du es drin schießen würdest. Das würde rötlicher sein. So. Heißt, genau, wir haben eben diese verschiedenen Farben vom Licht. Eine Kamera hat dafür ja einen Weißabgleich. Die versucht eben aufgrund der ja, vorherrschenden Farben, die es halt eben gerade eben aufnimmt, versucht eben einen Weißabgleich zu machen, um halt eben diese Farbtemperatur, jetzt habe ich es zum ersten Mal erwähnt, die Farbtemperatur auszugleichen. So, und die gibt man ja in K an. Also da steht ja immer, wenn man keine Kamera hat, früher auch so eine coole, da haben wir so Wechselobjektive und so Shit. Da kann man dann ja so einstellen, Weißabgleich irgendwie automatisch oder wolkig oder sonnig oder Glühbirne oder solche Sachen, das kann man ja einstellen. Man kann es aber auch manuell einstellen und da steht dann irgendwie 2700 K, gut, das ist ein bisschen wenig, aber
aufwärts auf jeden Fall, steht dann da eben so und so eine K-Zahl dran. Und das wird gemessen in Kelvin. So, was denkt sich der kleine Josh, der damals sehr aufmerksam dem Physikkurs gelauscht hat? Ah, K steht für Kelvin und Kelvin ist die Temperaturskala, bla bla. Also Kelvin ist ja die Temperaturskala, die im Unterschied zu Celsius keine Minusgrade hat. Das heißt, der absolute Minus-Nullpunkt bei minus 273 Grad plus minus paar zerquetschte setzt eben den absoluten Nullpunkt. Ansonsten ist das Ganze mal wie die Grad-Celsius-Skala. Das heißt, jetzt irgendwie 10 Grad Celsius und eben 284 Grad Kelvin, so ungefähr. Nicht Grad Kelvin, das heißt eigentlich nur Kelvin. Man sagt nicht Grad Kelvin. So, jetzt wird interessanterweise die in Anführungsstrichen Lichttemperatur auch in Kelvin gemessen. Josh hat sich lange gefragt, warum. Ist der Frage aber nicht weiter auf den Grund gegangen. Josh hat heute allerdings gelernt. Es hat ihn sehr gefreut. Und ja, ich rede immer über mich in der dritten Person. Das ist bestimmt sehr anstrengend. Ist egal. Dass das tatsächlich wirklich daher kommt. Also die Farbtemperatur hängt tatsächlich auch mit der realen Temperatur zusammen. Und zwar folgendermaßen. Eine Glühbirne, ja, ist natürlich schön, dass ich jetzt bin. Eine Glühbirne. Birne, eine Glühbirne. Die bringt ja in sich drin so ein Draht zum Leuchten. Und dabei wird die Glühbirne relativ heiß. Jetzt außen, wenn man die anfasst, ist die halt, da kann man sie ein bisschen die Finger verbrennen. Allerdings der Glühdraht an sich, durch den eben der Strom durchgeleitet wird, der hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Temperatur von 2 bis 3000 Kelvin. Also mehr oder weniger, plus minus ein bisschen, auch 2 bis 3000 Grad Celsius. Minus 200, das ist halt so ein bisschen Differenz, aber in den Größenordnungen ist es ja ungefähr dasselbe. So. Und eine Glühbirne hat interessanterweise ebenfalls eine Lichttemperatur, hat eine Lichttemperatur von 2 bis 3000 Kelvin. Was einfach daher kommt, dass je nachdem, ich glaube, das ist irgendwie so ein Gesetz von, keine Ahnung, wie der Typ heißt, ich kann mir Namen nicht merken, deswegen habe ich von sowas keine Ahnung. Auf jeden Fall einer, der sich mit Licht beschäftigt hat, so ein cooler Forscher da, Name hier einfügen, ist aber auch nicht wichtig fürs Verstehen. Der hat ja einen Zusammenhang eben rausgefunden zwischen der Temperatur eines lichtemittierenden Körpers, in dem Fall eben dem Glühdraht einer Glühbirne, und der Farbtemperatur, die sie ausstrahlt. Das heißt, ein Glühdraht einer Glühbirne ist eben 2 bis 3000 Kelvin heiß und hat deswegen die und die Farbtemperatur. So, dazu muss man jetzt noch sagen, genau, wenn jetzt Licht irgendwie so ein bisschen, also wenn die Lichtquelle etwas, in Anführungsstrichen, kühler ist, dann sendet sie mehr rote Lichtstrahlen, weil das geht also über von Rot irgendwie Strahlen bis zu blauen Strahlen. Das hängt ja mit der Frequenz zusammen, der Sachen, die da eben quasi emittiert werden. So. Und jetzt ist im Prinzip der Punkt, die Sonne beispielsweise hat jetzt in dem Beispiel irgendwie, glaube ich, um die 4000 Kelvin. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, auf jeden Fall mehr Kelvin. So, und in dem Moment wird das Licht, das die Sonne emittiert, tatsächlich, also das wird dann bläulicher. Das erscheint bläulicher im Vergleich zum Beispiel zu einer Glühbirne. Liegt einfach daran, dass sie mit einer höheren Temperatur verbrennt oder halt Licht ausstrahlt und deswegen hier voll fancy und so, ja, eben ein etwas bläulicheres Licht macht. So, das wäre diese eine Art der Lichterzeugung, die eben funktioniert über die Temperatur. Da kann man das Ganze so festmachen. Das kann man ja nicht ganz beliebig weiter treiben, weil irgendwann wird das halt so heiß. Irgendwann kriegst du es halt einfach nicht mehr heißer. Und ja, aber so bei den normalen Lichterzeugungsdingen funktioniert das tatsächlich nach genau dem Konzept. Das ist echt ganz interessant. Ja, und es gibt immer so einen Lichtbereich, den eine Lichtquelle aussendet. Ja, deswegen ist bei der Sonne zum Beispiel so, da geht das, fängt das eben an tatsächlich bei ein bisschen Infrarotstrahlung, die allerdings ja weniger, und ihr Hoch hat sie eben bei diesem gelblich leicht, also nicht wirklich bläulichen Licht, aber bei eben diesem typisch hellen gelben Licht. Allerdings gibt es auch noch ein bisschen kurzwelligere Strahlung, wie die UV-Strahlung, die dann eben schädlich ist, weil wegen Haut und so. Das hat es in Glühbirne zum Beispiel nicht. Davon kriegst du keinen Sonnenbrand von einer Glühbirne, da dann eben die eher hoch ein bisschen im rötlicheren Bereich hat, deswegen noch mehr infrarotes Licht absendet und daher dann eben ja, ne, keinen Sonnenbrand verursacht.
Ja, ich würde sagen, das war so ungefähr jetzt der Punkt. Genau, also das kann man eben diese Temperatur festmachen, bla bla, das war das, was ich erzählen wollte. Und was mich halt selber, was mich halt an der Information irgendwie gefesselt hat, war das, dass tatsächlich diese Kelvin von der Farbtemperatur, dass sie nicht damit zusammenhängen. So, wieder was gelernt. Und ja, was kann ich, irgendwas wollte ich noch erzählen in dem Zusammenhang. Ich hab's auch wieder vergessen. Ist egal. Ja, ist egal. Aber ja, es ist so eine viele tolle Sache. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu öde. Aber mich hat es interessiert. Also für alle, die diesen Begriff eben mit der Farbtemperatur schon mal gehört haben, finde ich, ist es vielleicht ganz spannend. Ansonsten jetzt werdet ihr sagen, aber meine Energiesparlampe ist viel kälter und die macht doch aber trotzdem blaueres Licht, obwohl die nicht heißer ist. Ja, das ist dann wieder eben diese Art der Lichterzeugung, nicht diesem Gesetz unterliegt, zum Beispiel Neonröhren, die erzeugen, soweit ich das verstanden habe, durch dieses Gas, was da drin ist, eigentlich ultraviolettes, also nicht sichtbares Licht, aber durch eine Beschichtung auf der Neonröhre wird das Ganze irgendwie in sichtbares Licht verwandelt und deswegen ist das da so ein bisschen anders, deswegen wird die nicht ganz so heiß. Irgendwie sowas, ne? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, die Stunde ist nun beendet, der Lehrer hat die Stunde beendet, ihr dürft gerne gehen, habt keine Hausaufgaben, boah, tschüssi. Ja, das fand ich interessant, das wollte ich erzählen, das fand ich tatsächlich echt spannend. Sorry, falls ich damit sehr viel gelangweilt habe, aber keine Ahnung, mit könnt ihr bestimmt. Da war ein Zug. Cool. Nee, es ist ein LKW. Damit könnt ihr bestimmt irgendjemanden beeindrucken und auch nicht. Also, mich hat es einfach nur für mich selber beeindruckt, weil ich das selber irgendwie interessant fand und früher sehr viel und sehr gerne fotografiert habe. Deswegen, ja, ist das insofern eine sehr schnieke Sache, die somit jetzt nun auch irgendwie an euch weitererzählt wurde. Ich habe das früher schon öfters mal gemacht, ab und an mal so ein bisschen. So ein paar Häppchen, die ich irgendwie aufgeschnappt habe, die irgendwie so mit Technologien, Technik, Computer, Informatik zusammenhängen. Dass ich mir im Let's Play erzähle, das ist eigentlich immer ganz gut angekommen. Deswegen, ja, habe ich das ja auch gemacht. Das gehört zwar eher so ein bisschen im Bereich Bildverarbeitung, aber hat, glaube ich, dann trotzdem irgendwie seine Daseinsberechtigung, weil es ja, weiß ich nicht, ich habe das ja auch schon irgendwie relativ früh, hat mich das interessiert. Wenn mir das einer erzählt hätte, ich glaube, ich fände das auch ganz interessant. Ich weiß nicht, ob jeder so tickt wie ich. Also die Uhren ticken auf jeden Fall nicht so wie ich, die nerven nachts meistens, wenn die laut ticken. Heißt, die ticken nicht so wie ich. Wobei, ich kann auch nachts nerven bestimmt, deswegen ist so falsch, also das glaube ich gar nicht. So, wir haben noch eine Stunde 55, das ist aber trotzdem noch ganz schön lang in der Folge. Ist egal. Wir haben es ja, komm mal hier, ist Freitag jetzt. Oh, es wäre so schön, kannst du überall Thumbnails machen. Kann man tatsächlich dauernd jetzt überall. Es ist voll schade, das haben wir halt irgendwie 3000 verschiedene Möglichkeiten. Und alles ist irgendwie cool. Das ist halt auch echt schön, so kann man sich ein bisschen umschauen. Mit den Gleisen da, also bautechnisch ist das eine sehr, sehr nice Sache. Also die Unschärfe hätte ich gerne mal raus. So einfach mal gar keine Unschärfe. So, ist das nicht cool? Ich find's cool. So, also da geht's im Text. Also ich habe ja gar keinen Text mehr. Stimmt, mein Text war ja vorbei. Way. Sonst noch irgendwelche fancy Sachen, die ich mal. Oh, da ist echt ein Zug. Guck mal, links ist ein Zug. Die ich erzählen wollte, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es ist auch nicht nichts dran verloren gegangen. Ah, es passt schon irgendwie. So, wo sind wir jetzt hier? Also eigentlich, wenn das nicht so weit irgendwie weg wäre, die nächste Ortschaft. Ach nee, ist keine Ortschaft, okay. Da geht es echt nur Richtung Bench da unten. Da fahren wir sowieso durch, weil ich habe mir das gerade, falls wir jetzt irgendeinen Ort hat, einfach liegen lassen. Wäre es doch eigentlich eine ganz spannende Sache, dort einfach reinzufahren, damit wir die ihm freigeschaltet haben als Stadt. Also eine coole Brücke da. Also ich glaube, da wird sich tatsächlich teilweise echt schön an der Realität und an realen Objekten hier orientiert. Auch wenn wir nicht im Orient sind. Muhaha. So, 65 haben wir ja drauf. Das passt, aber hier ist 65 trotzdem zügig, gell? Ach ja, das kann man mal machen. Die gingen wahrscheinlich davon aus, dass wir da in dem Bereich ein bisschen langsamer gefahren sind. Way. Okay. Ah, das wird jetzt aber echt zügig. Es ist voll geil hier mit dem Wasser. Also ich glaube, unsere nächste Fahrt führt uns dann tatsächlich an der Westküste irgendwie gen Süden oder so. Ich stelle mir das ganz... Oh, die ganzen Züge. Ha, es ist einfach schön.
So, genau, da sind wir jetzt in einer Meile. Aber das ist dann noch nicht unser Zielkaff. Noch ein bisschen langsamer hier, ja. So. Natürlich ist es cool mit Tempomat oder so. Das ist ja auch was, was gang und gäbe ist ja eigentlich. Durch eben die Tatsache, dass man hier nicht diese, ja, deutschen Verhältnisse hat, wo du irgendwie so schnell fahren darfst, wie du willst, prinzipiell meistens. So, genau. Haben wir das ja auch freigeschaltet. Wait, jetzt haben wir schon 3 Städte freigeschaltet. Cool. Das freut mich natürlich. So, jetzt ist das hier eigentlich noch ein Katzen... Oh, kein Katzensprung, aber... Von einer großen Katze vielleicht schon, wenn es jetzt so eine Raubkatze ist, die springt da vielleicht auch mal rüber, so in ihrer Freizeit. Das kann ich mir schon vorstellen. Vor allem, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, Katzenweitsprung-Weltmeister ist. Wenn man auch wahrscheinlich mit mehreren Maß messen muss, ist ja nicht für jede Katze ein Katzensprung das gleiche. Deswegen, da muss man schon auf jeden Fall auch differenzieren. Das ist ganz wichtig. So, swoosh. Das hält unser Tiefkühlgemüse aus. Ja, es ist ja hier einfach... Ist ja vollständig gefroren. Das passt dann schon irgendwie. So, da wollen wir aber nicht raus. Oh, noch mehr Brücken. Guck mal, das sieht aber wieder anders aus. Ist das eine andere? Ja, das ist tatsächlich anders. Oh, ich finde das voll geil. Dass es überall einfach anders ist. Schick, schick. Also ich muss sagen, die Map, die Maps, die so gebaut werden, haben sich tatsächlich echt stark gewandelt von, ja, Hauptsache irgendwas, die Ausfahrt in Deutschland sind irgendwie kacke, weil man da nur eine Spur weiter geradeaus fährt, ist zwar unrealistisch, aber egal. Hat sich jetzt gewandelt zu, boah, lass mal überall voll so coole Kreuzungen bauen, die anders aussehen und voll fancy sind. So, irgendwie hat sich das voll gewandelt. Das finde ich aber irgendwie gut. Was macht das Ganze? Achso, sie können die nächste... Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das in der ersten Folge etwas verkackt mit der Wiegestation. Heute müssen wir ein bisschen hinfahren. Weil das Licht grün oder stand, sie können sie umfahren. Ich habe eine Wiegestation gelesen und das hat irgendwie irgendwas getriggert. Naja. Aber wir werden ja nichts überladen hier. Wir sind ja seriöse Trucker. Glaube ich. Oh, das ist echt noch ein bisschen... Ja, da knacken wir die halbe Stunde. Ich weiß nur nicht, inwiefern wir hier mit unserem Trailer da einparken können. Ich habe diesen 90-Dinge, glaube ich, generell gesperrt für den hier. Weil, ich weiß nicht, das kriegst du rückwärts fahren. Damit ist, glaube ich, mehr oder weniger ist nicht ein Ding der Unmöglichkeit, aber wie mal sagen, nicht so einfach. Deswegen, ich glaube, das vorne nochmal einparken ist dann schon... Ja, jetzt nicht Arbeit genug, ist ja trotzdem relativ easy. Aber es passt schon irgendwie. So. Airport in einer halben Meile. Boah, kann man da auch hin? Guck mal, da kann man so... Oh, wow, 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 wow. Guck mal, das ist sogar hier offiziell... Irgendwie hätte ich Lust, das Ganze irgendwie zu entdecken. Komm, lass da mal hinfahren. Ich will mir das mal angucken. Hey, dann kommst du mit deiner Fracht. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Guck mal. 2 Stunden, da haben wir noch. Da können wir noch eine fast, ja, bisschen noch hier verplempern. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo denn der Flughafen ist. Nach links dürfen wir gar nicht. Okay. Damit das schon mal festgehalten ist. Danke die Karte fürs Laden. So, wirklich zum Flughafen können wir da ja nicht, gell? Hätten wir eh raus müssen. Hätten wir eh raus müssen. Ist ja witzig. Portland Cargo Central. Ist das nicht sogar da, wo wir... Ach nee, hier direkt rechts ist Walbert und dann... Ich bin einfach verwirrt. Nee, wir hätten erst die nächste. Das wir hätten gar nicht hier raus müssen, sondern erst... Ja, okay. Das heißt, wir hätten diesen kleinen Teil unten umfahren können, aber irgendwie, ich habe jetzt auch nicht gesehen, wo dann der Airport hingeht. Vielleicht da links irgendwo. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein bisschen unrealistisch hier, was ich da konfiguriert habe, meinen Truck hier, wegen den ganzen Pferdchen und so, aber ich wollte einfach mal so ein paar tolle Dinge da ausprobieren. So, wir müssen, nee, nicht tanken, sondern... Oh, die haben Vorfahrt. Das ist ja witzig. Wie habe ich das jetzt gesehen? Weiß ich jetzt nicht genau.
Ist es so eine Art rechts verlegenes hier oder? Ja, wahrscheinlich schon. Freeway Entrance. Ja, ich will nicht ganz so viel Entrance. Eigentlich will ich da gleich wieder raus. So. Exit only. Ja, irgendwie schon. Portland keep left. Nee, wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja hier north. Irgendwie so in die Richtung. Wunderbärchen. Ja gut, dann haben wir das jetzt irgendwie nicht gesehen, aber muss ja auch nicht alles sein. Ich finde auch so, oh, das war die tolle Idee, lass mal machen und jetzt, ja, dann halt nicht. So. So, Stidu, kommst du aus dem Tritt? Wunderbar. Das ist ja immer nach da oben und dann sind wir da. Von dort aus wird unser Tiefkühlgemüse dann in die ganze Welt verschickt, bestimmt. So. Portland Airport. Steht immer noch hier. Vielleicht fahren wir doch zum Airport. Das wäre ja trotzdem eine coole Sache. Tatsache, wir fahren da vorne auf jeden Fall raus. Das heißt, vielleicht ist das, wo wir da hinfahren, tatsächlich doch der Airport. Dann ist das International Tiefkühlgemüse. Ja, ja. Ganz bestimmt. Wenn wir da vorne nach links müssen, bin ich schon mal hier, ne? So, only nach rechts. Ja, da wollen wir eh nicht hin. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wieder nichts gesehen hier. Ach, Airport West East. Das heißt, wir sind jetzt echt hier quasi auf dem Airport-Gelände. Das ist ja eine sehr schicke Sache. Das gefällt mir tatsächlich. Wait, da haben wir tatsächlich noch ein bisschen was Special-mäßiges gesehen. Es war zwar nicht den... Ja, hier den Forest, aber ansonsten... Ich spiele auch gerade nicht der Forest, von dem her passt das ja schon. So, stehen wir da noch ein bisschen. Darf ich jetzt fahren? Tatsache. Nee, du wartest mal mit deinem hier da Turn. Weil rot on right und so, ne? So, Airport Area. Wo ist denn das hier? Jetzt sieht er so wenig. So, Terminals, Right Lane, Logistics Area, Left Lane. Kunde, ja, ist alles gut. Guck mal. Schick, kann ich da auch nach links? Tatsache, ich kann eigentlich hier durch den... Oh, da will ich eigentlich hin. Nee, das wollte ich nicht machen. Ich wollte das drücken, so. Eigentlich bin ich da nach links. Sorry, ich darf nach links, gell? Ich habe ja da eine Polizei, du siehst das hier gerade mal nicht. Ich... Ich darf nur die Karte zeigen. Ich habe die rote Ampel nicht überfahren. Ich bin... Ah, Unfall. Nee, doch nicht. Handzug. Boah, ist das geil. Ich blockiere jetzt halt die komplette Straße. Dafür kann ich jetzt nichts. Ich bin theoretisch bei grün gefahren. Von dem her passt das eigentlich. Und ich bin jetzt hier maximal weit vorne. Zug. Zug. Oh, das ist sogar so eine... Oh, ist das süß. So eine süße kleine Straßenbahn. Ich bin einfach durchgefahren. Das kann auch nicht sein. Ich muss doch da anhalten. Mensch. So eine Straßenbahn aber auch. Ups. Wrong way. Ja, ich wollte jetzt einfach mal da das zeigen. Ne, da fährt man auch mal hier da entgegen. Ja. Guck mal, so sehen wir es hier im Flughafen. Ich habe das Schild einfach nicht gesehen. Der Flughafen, das ist aber schon eine schicke Sache. Ja, dann kann man auch mal hier so die Fracht abliefern. Das ist schon in Ordnung. Geht das bitte auch von der Seite aus? Oh, Dankeschön. Und nochmal eine Bahn. Ich finde das sehr nett, liebes Ding, dass du auch auf die anderen Leute achtest hier. Boah, cool, wir müssen das direkt hier abliefern am Flughafen. Geil. Wir haben gerade überlegt, hör, lass nochmal ein Thumbnail machen, bevor wir irgendwie unsere Fracht abliefern. Aber wir haben ja nur die Fracht zum Abliefern. Wir liefern ja nicht unseren Trailer ab. Das macht Musik. Ist das normal? Ich denke schon. So. Dann sind wir jetzt einmal hier und dann wollen wir noch einmal da den Punkt da triggern. So, wir sind da. Ja, den darf ich nicht machen. Rückwärts, das heißt, ich mache den vorwärts. Sorry, ich bin gerade in eine. Nö, bin ich nicht. Fahre ganz seriös zum Verladebereich.
Portland Cargo Central. Und die Bonuspunkte hole ich mir aber ab. So, dann wollen wir da natürlich einigermaßen gerade drin stehen und dann passt das schon irgendwie, auch wenn das hier sehr knapp alles ist. Von Länge her. Darf ich? Ich darf nicht. Ah, das ist natürlich jetzt doof. Ja, rückwärts fahren ist jetzt natürlich eine Pracht. Man kann das absolut nicht gescheit steuern. Nee, kann man nicht. Ups. Ui, das war aber knapp. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie dann nochmal... okay. Das sieht alles sehr seriös aus mit unserem... So, jetzt muss ich halt irgendwie da so hinfahren, dass wir da... Wir sind aber auch gefühlt 1000 Kilometer lang. Ganz ehrlich. So, wenn wir von der Seite aus ein bisschen da lang fahren, dann müsste das doch irgendwie... Jetzt ziehen wir da ein bisschen gerade und dann ziehen wir jetzt einfach so gerade. Ein bisschen weiter nach rechts und dann so gerade ziehen. So. Zufriedenstellend. Ach ja, das passt schon. Bisschen Schäden, aber ich würde sagen, das passt dann schon. Aktuelle Aufträge der Firma. Genau, da ist nämlich ein neuer Button. Da könnten wir direkt weiter schauen, wo wir sonst hin könnten. Allerdings würde ich ganz gerne jetzt, achso, ja, die kann sich jetzt nicht konfigurieren. Da war ich doch, aber... Achso, es ist von der Firma aus. Ups. Das generelle Frachtmarkt-Dings. Ich würde halt ganz gerne irgendwas so mit Holzlieferung machen. Heu ist natürlich auch eine schöne Sache. Aber genau, das werden wir dann aber auch wahrscheinlich wieder über den eigenen Trailer lösen. Den ich mir dann halt so konfiguriere, dass wir da entweder Holz oder was aufladen können. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Spanplatten zum Beispiel, ein bisschen weit hier. Ja, schauen wir aber beim nächsten Mal. Jetzt, natürlich steht er so rum. Klar, easy. So kann ich denn jetzt irgendwie hinfahren, ohne dass ich mich so festfahre, dass ich nie wieder rauskomme? Man weiß es nicht. So. Hier will ich ein bisschen Flugzeuge gucken in meiner Pause. So. Es wird mir doch wohl noch erlaubt sein. So, passt schon. So, ich würde sagen, das passt doch irgendwie hier. Das sieht doch ganz schick aus. Ja, süßer kleiner Flughafen hier. Macht's gut, bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüssi.